Herzlich willkommen zu unserem Talk anlässlich der Ausstellung Surprise, die Kunst der Monotypie. Und ich freue mich, dass wir so zahlreich sind und dass ich so interessante Gesprächspartner heute Abend habe. Ich begrüße ganz herzlich Maria Ondrej. Sie ist jetzt seit Herbst 2021 an der HBK als künstlerische Mitarbeiterin. Und sie betreibt auf dem Spinnereigelände zusammen mit Vlado Ondrej einen Verlag. Ich dachte immer, es sei eine Art Atelier für Grafik, aber ihr seid auch ein Verlag. Und ihr macht dort Radierungen. Aber die Monotypie kennt sie auch sehr gut. Und sie hat studiert an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Wir haben uns da nicht mehr kennengelernt, das Nein. war zu früh, und hat dann selbst sehr lange auch als freie Dozentin unterrichtet, unter anderem an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und auch in New York. Ja. Und dann noch an vielen anderen Orten auch, aber das wollen wir jetzt nicht alles aufzählen, weil es geht ja um die Monotypie. Und ebenso begrüße ich ganz herzlich Wolfgang Ellenrieder, der ebenfalls an der HBK lehrt, als Professor für Malerei. Und er war schon sehr oft bei uns zu Gast. In der Druckwerkstatt warst du. Deine Studierenden waren in der Druckwerkstatt. Wir hatten schon zusammen eine sehr schöne Einzelausstellung. Und jetzt, in dieser Ausstellung, bist du ebenfalls wieder beteiligt. Und Wolfgang Ellenrieder und Maria Ondrej haben zusammen an der HBK einen Workshop angeboten für Monotypie. Und in dem Zusammenhang begrüße ich ganz herzlich die Studierenden, die anwesend sind, die daran teilgenommen haben und deren Arbeiten wir hier an der Wand in deinem Raum sehen. Und einige Arbeiten sind auch noch unten in der Cafeteria zu sehen. Dieser Workshop hat wirklich super Ergebnisse gebracht. Man sieht, die Monotypie bringt so einiges zutage. Es ist eine sehr, sehr interessante Technik und eine Technik, die oft vernachlässigt wird in der Literatur. Und es war unser Ziel mit dieser Ausstellung, diese Technik der Monotypie wieder mehr in den Diskurs zu bringen. Und ich freue mich auch noch über eine dritte in unserer Runde, über Selma von Panhuys. Sie hat in Rotterdam zunächst Kunst- und Kulturwissenschaften studiert, hat sich dann aber für die bildende Kunst entschieden und war da auch in Leipzig und auch immer noch in Leipzig, oder? Genau. Genau, immer noch in Leipzig. Und sie war unter anderem Stipendiatin des Freistaates Sachsen, Gastkünstlerin auf der Insel Hombroich in Neuss und vor kurzem auch in China. Ja. Ebenfalls ein Artist-in-Residence-Programm. Und sie hat da auch einen Katalog mitgebracht, in dem einige ihrer Monotypien gezeigt werden. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel sprechen, denn ich freue mich, dass ich hier Künstlerinnen und Künstler an meiner Seite habe, die diese Technik eben von ihrer Warte sehen und nicht von meiner Kunsthistoriker-Warte. Und ich freue mich auch über die rege Beteiligung der Studierenden. Und ich denke, wir können da ganz und gar in einen Dialog treten. Also es soll nicht nur hier ein Vierergespräch sein. Ich freue mich auch auf die Fragen aus dem Publikum oder auch die Beiträge. Zunächst wollte ich eigentlich mal ganz einfach fragen für jeden von euch, was ist die Faszination an der Monotypie? Was ist für euch der Antrieb, mit diesem Medium zu arbeiten? Und da wollte ich gleich mal dich fragen, Wolfgang. Ja, weil es hat so einen skizzenhaften Charakter. Man kann eben sehr schnell Sachen ausprobieren. Man hat jetzt im Vergleich zur Malerei die Möglichkeit, dass man eben bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Abdruck aufs Papier macht, ja immer noch korrigieren kann oder auch alles wieder verwerfen kann, indem man es einfach wieder wegwischt. Für die, die es vielleicht noch gar nicht wissen, wie das funktioniert, man malt in dem Sinn erstmal auf irgendeine glatte Unterlage, ob das jetzt Glas, Plexiglas oder Metall ist oder selbst, wir haben das ja dann direkt auf die
Tische der Pressen dann auch oft aufgetragen. Malt mal jemand, wenn einem das nicht gefällt oder man feststellt, da stimmt jetzt irgendwas Grundsätzliches nicht oder ein Teil stimmt nicht, hat man immer die Möglichkeit, das wieder einfach mit dem Lappen wegzuwischen oder alles mit Lösungsmittel wieder wegzuputzen. Das ist schon sozusagen so ein großer Unterschied. Und es ist erstmal auch, es kann eine ganz schnelle Technik sein, aber es kann auch eine sein, wo man eben in vielen ja, übereinanderlagenden Druckvorgängen eben auch ganz viel mit Farbe ja, und Farbzusammenhängen eben experimentieren kann. Also das ist mit der Grund, dass ich das immer mal wieder ausprobiere. Und bei dir, Selma? Ja. Ich habe die Technik in 2017 entdeckt, irgendwie, wo ich ein Stipendium hatte in Schloss Plüschow. Und da stand eine Presse ganz versteckt im Keller, wo vollgebaut mit Kissen. Und ich hatte zu der Zeit eine Ausstellung gesehen von John Zuria, der sehr schön Monotopien gemacht hat, die war bei Borch in Berlin zu sehen. Und also in meiner Arbeit beschäftige ich mich sehr stark mit so Farbigkeit und Stofflichkeit der Farbe und versuche sehr so die Farbe an sich sprechen zu lassen, auch über die Materialität der Träger und so. Und oft wasche ich sehr viel aus oder träge wieder auf. Und wenn man auf Papier arbeitet, auf diese Art, dann ist sehr schnell das Papier so irgendwann vollgelaufen und dick. Und eigentlich diese Monotopie-Technik macht es möglich, dass man eben auf diese Platte sich das Gestische von wie die Farbe bewegt und dass man diese, ja, man kann da sehr viel mit spielen und eben wieder auch auswischen und warten, bis irgendwie so ein Motiv entsteht, wo man denkt, ja, das ist geil. Mhm. Und dann hat man trotzdem bei der Abdruck hat man diese Direktheit, so diese eine Schicht. Also ich, diese Technik, die ich entwickelt habe, weil ich mache auch in meiner Malerei mein Medium selber. Also ich nutze sehr klassische Rezepturen mit Eitempera oder Leim oder baue dann die Bilder von Anfang auf, aber manchmal auch nur mit dem Leim, mit Pigment. Also ich nutze ja so das Pigment und irgendein Medium, was ich dann angerührt habe. Und ja, so habe ich das mit der Monotopie auch irgendwie, würde das möglich, dass man das Gummi Arabicum, das Harz löst und da die Pigmente einmischt und dann kann man die Pigmente auch ja, teilweise das Kornige mit abdrücken und auch, dass es mehr gemischt ist. Und ja, das hat mich, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und das hat mich dann nachher eigentlich nie mehr so richtig losgelassen, habe ich immer wieder als Teile von meiner Arbeit Monotopien gemacht. Die Faszination. Genau. Und bei dir? Ich komme natürlich von der Radierung her und gehe tagtäglich mit dem Abdruck von Dingen um. Und das ist das Faszinierende bei der Monotopie, dass man so gar nicht über eine vorgefertigte Platte erstmal gehen muss, sondern direkt den Druckvorgang mit Flächen, mit Formen umsetzen kann auf das Papier. Und das Schöne an dieser direkten Technik ist, dass man Dinge ergänzen kann, so lange wieder addieren, übereinander legen, Schichten. Also ich mache anders als du. Du arbeitest ja in einem Druckgang. Ich mache sehr viele Druckvorgänge und schaue mir die Arbeit immer wieder an und gebe Dinge dazu. Wegnehmen ist dann schwierig. Ja, da, bei der Radierung muss man auch immer eher nach vorne arbeiten als wieder etwas zurückzunehmen. Und es ist jetzt schon oft das Wort Papier gefallen. Also, wie ist das mit dem Papier? Gibt es da Vorlieben? Muss das ein bestimmtes Papier sein? Wir haben einen Teilnehmer der Ausstellung, der David Wildner, der hat sich sogar sein eigenes Papier geschöpft. Also er hat das extra entwickelt für seine Arbeiten. Habt ihr da auch jetzt hier für den Workshop, hat man sich das da vorher zurechtgelegt, welches Papier? Ja, also das ist ein Büttenpapier, nicht ein handgeschöpftes Büttenpapier in dem Falle nicht, aber ein rein weißes und ein sehr starkes Büttenpapier, also
was auch etwas aushält, was nicht zu dünn ist, wo die Farbe nicht durchschlägt und was sehr kräftig und voluminös ist und viel aufnehmen kann, viel Farbe aufnehmen kann. Und die Besonderheit ist, dass das Papier geleimt sein muss und Wasser, praktisch der Umgang mit Wasser muss durch das Papier gegeben sein, weil mit einem ungeleimten Papier kann man keine Monotypien machen. Mhm. Hast du irgendwelche Vorlieben, was das? Nö. Was? Also im Prinzip ist ja vieles schon gesagt worden. Ich habe auch so schon auf ganz andere Papiere gedruckt. Wichtig ist, dass es eben geleimt ist, weil durch diese, also wenn man öfters druckt und mehrere Druckvorgänge hat und das immer wieder feuchtet, dann würde das eben sonst fusseln irgendwann oder man wird dann einfach die Oberfläche zu stark strapazieren. Aber im Prinzip jedes Papier, das so halbwegs gut oder sagen wir schon gut die Farbe aufnimmt, ist da geeignet. Also da gibt es, ich meine, das ist ja auch eine experimentelle Technik und deswegen kann man auch jede Art von Papier verwenden. Man hat auch nicht das, wobei man ja Unikate herstellt, muss man jetzt auch nicht darauf achten, dass man, sagen wir jetzt für eine Edition 50 gleiche Blatt Papier vorbereitet, sondern man kann erstmal einfach auf alles arbeiten. Und wir haben ja im Rahmen des Workshops auch festgestellt, dass eine Papiersorte, die eben anscheinend nicht so gut geleimt war, dazu geführt hat, dass dann Teile der Oberfläche des Papiers immer wieder auf der Druckplatte kleben geblieben sind. Ja. Das ist auch einfach Erfahrung, die man machen muss. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es da jetzt keine großen speziellen Vorgaben. Man kann es überstrapazieren, das Papier. Ah ja, okay. Das auf jeden Fall. Ja. Aber was ja auch relativ faszinierend ist, finde ich, das ist dieser Zufall, der da eine große Rolle spielt bei diesen Arbeiten. Also ihr habt jetzt oft gesagt, ja, ich kann da auch mal was wegnehmen, ich kann es noch mal anders machen, aber ihr wisst ja wirklich nicht, was passiert, wenn ihr es dann abnehmt. Also gut, man weiß es auch nie so ganz genau bei der Radierung oder so, aber hier ist es doch sehr, es kann was ganz Schreckliches dabei rauskommen, also das ist der absolute Untergang. Es kann aber auch wirklich was entstehen, an das ihr so gar nicht gedacht habt und was dann also auch wirklich noch über eure Erwartungen hinausgeht. Wie wichtig ist dieser Zufall für euch bei dem Ganzen? Das ist inspirierend eigentlich an der Arbeit, also für mich. Und bei dir? Ja, es gibt halt eben sehr viele Elemente, wo man mit rechnen muss. Auch mit zum Beispiel, wie nass das Papier ist. Also ich habe zwei Sorten Papier, die ich nutze. Einmal dieses Button, das man richtig so nass macht vorher. Und weil ich diese Aquarellfarbe, die ist getrocknet. Und dann ist es so ganz wichtig, dass es genau so nass ist, dass es nicht ausläuft. Mhm. Aber dass es auch nicht auf die Platte bleibt. So, dann gibt es so diese Ebene und dann noch wie die Farbe sich verhält, also eben, ja, es gibt da sehr, das ist dann immer sehr spannend, man muss dann irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich muss dann auch, wie die Presse eingestellt ist, muss mich so sehr konzentrieren, dass man so intuitiv das Gefühl hat, dass das alles irgendwie hinhaut. Und ja, das ist, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Element, diese Presse ist auch nochmal so ein Stichwort. Also vielfach liest man ja in der Literatur, dass es alles mit der Hand dann ja, die Farbe auf das Papier übertragen wird, indem man halt mit der Hand über das Papier streicht und es dann da die verschiedensten Druckstufen gibt. Aber ich habe noch keinen erlebt, der mir das erzählt hat, dass er es mit der Hand gemacht hat. Im Workshop war das ja wohl auch anders, oder? Ja, weil natürlich der Druck in der Presse wesentlich gleichmäßiger und sozusagen wesentlich höher ist. Mhm. Und man dadurch natürlich ganz andere Ergebnisse erzeugen kann. Aber jetzt nochmal zu dem Zufall. Das ist halt so, dass, ich meine, das ist ja auch mal schön, dass man mit einer Technik zu tun hat, wo man eben nicht alles in den Griff bekommt, mhm, weil es eben so viele Parameter dann gibt. Zum Beispiel das Wetter, schlicht gesagt, oder jetzt, wenn man hier diese große Arbeit anschaut, dass wenn man links unten mit dem Karo fertig ist, rechts oben vielleicht die Farbe schon ein bisschen angetrocknet ist, weil die einfach anzieht. Und wenn ich dann Abzug mache, eben sozusagen solche feinen Nuancenunterschiede dann sichtbar sind, damit muss man einfach leben. Also mhm, das sind dann sozusagen Grenzen, an die man selber stößt, aber das ist ja auch mal okay. Mhm. Also, so wie Maria vorher gesagt hat, das ist ja auch eine Technik, wo man immer nach vorne blicken muss,
Oder kann, wenn irgendwas nicht passt, dann kann man ja das auch nochmal korrigieren, indem man da wieder drüber druckt. Mhm. Also wir haben ja dann zum Teil auch in, weiß nicht wie vielen Druckvorgängen in dem Workshop 10, 15 Mal teilweise übereinander gedruckt und dann plötzlich wird es immer dichter oder manchmal wird es auch wieder schlechter. Das kann auch passieren. Und dann ist nämlich das Blatt verdorben. Wächst fort aus. Kann man immer nur drüber malen. Ja, genau, das ist ein guter Stichpunkt. Man kann noch mal drüber malen. Also, wenn man das Blatt dann hat, die Monotypie, dann kann man sie auch noch mal bearbeiten. Macht ihr das regelmäßig oder immer nur ab und an? Oder habt ihr da überhaupt Lust darauf? Oder denkt ihr, nee, Monotypie bleibt, wie sie ist? Ja, ab und zu schon, genau. Also, bei mir ist vor allem zu korrigieren, weil mir diese direkte erste Geste so interessiert, aber dann bleibt vielleicht mal was an die Platte hängen und dann nehme ich schon das, die Farbe und versuche das irgendwie zu korrigieren. Das ist, ja, und man, genau, man kann auch mal so einen Ton ein bisschen ansetzen oder ja. Mehr zur Korrektur oder auch wirklich um, nochmal einen ganz anderen Akzent zu setzen? Das habe ich auch mal gemacht, genau. Ja, weil das ist ja am Ende auch Malerei, also es ist das gleiche Medium wie Malen. Also es ist dann halt doch wiederum mehr Malerei, obwohl es ja auch irgendwo eine Form der Grafik ist. Und das ist eben dieses hybride Wesen der Monotypie. Sie fällt eigentlich immer durch die Raster, aber nicht minder interessant. Ich wollte dann noch mal auf den Träger gehen. Wir haben hier in der Ausstellung eine Arbeit von Carol Dunham. Da kann man sehr schön sehen, dass er auf Holz arbeitet, weil das Holz, die Struktur des Holzes im Druck sich wiederfindet. Habt ihr da ein bestimmtes Credo? Also manche sagen, ich will jetzt nur auf Plexi arbeiten, die anderen sagen, ich will nur auf Glas arbeiten. Arbeitet ihr auf allen Trägern oder wie seht ihr das? Ja, das hängt ja unter anderem davon ab, wie man wiederum arbeitet. Also wir haben in dem Workshop, glaube ich, fast ausschließlich von Plexi oder Kunststofffolien gearbeitet, weil das zum Beispiel den Vorteil hat, man kann eine kleine Skizze machen und kann die dann zum Beispiel seitenverkehrt durch Umzeichnen auf die Unterseite dieser Folie übertragen, dass man schon mal so einen groben Anhaltspunkt hat, wo sozusagen welche Flächen sein sollen. Das ist ja auch schon mal ganz gut, wenn man das so haben möchte. Da ist natürlich eine transparente Unterlage besser wie eine Pläne. Mhm. Ja, wenn ich jetzt aber so einfach erstmal drauf losarbeite, weil mich sozusagen der Gestus interessiert, dann kann man natürlich jede Art von Metallplatte etc. verwenden. Und wenn man dann bis an eine gewisse Größe kommt, dann kann man eben ja durchaus auch direkt vom Drucktisch aus arbeiten. Mhm. Was wieder den Nachteil hat, dass ich eben sozusagen nicht mehr ein bewegliches Medium habe. Also sprich, wenn ich eine Platte habe, die ich aus der Presse rausnehmen kann, kann ich die auch mal aufstellen, anschauen. Wie sieht das eigentlich gerade aus? Eben ab einer gewissen Größe wird alles dann kompliziert. Ja, also man sieht ja hier in der Ausstellung auch Arbeiten, die, was weiß ich, wie groß sind die von dem Brandl, 2,80 mal 1,20. Mhm. Muss man sich natürlich vorstellen, die muss man auch erstmal machen. Also da muss man auch sozusagen mit dem Pinsel sozusagen an alle Stellen der Fläche kommen. Muss man erst einmal hinkriegen. Also das sieht alles dann immer so leicht aus, aber das wird dann ab einer gewissen Komplexität wird es dann auch wirklich kompliziert und erfordert dann auch Erfahrung. Ja, und dann noch die Problematik, von der du sprachst, dass es teilweise auf der einen Seite ganz trocken ist schon wieder und auf der anderen Seite eben gerade aufgetragen wurde. Ja, aber das hängt zum Beispiel dann eben wieder zum Beispiel eben von der Jahreszeit ab. Also da war es ja schon relativ warm. Und dann durch Corona muss man dann natürlich auch, haben wir total gut gelüftet. Ja. Dann ist ein totaler Durchzug in der Werkstatt, was aber auch dann natürlich bedingt, dass das Lösungsmittel in der Farbe auch ganz schnell verdunstet. Ja. Und dann ist die natürlich fester, wie wenn da stehende Luft ist in dem Atelier. Also das meine ich eben, da gibt es dann so viele Parameter, und man denkt, jetzt weiß man, wie es funktioniert und macht es dann 3 Minuten später genauso und dann sieht es doch wieder anders aus, weil dann wieder irgendwas
sich verändert hat. Also das Lösungsmittel ist dann vielleicht schneller verdunstet oder das Drucköl hat man zu wenig verwendet oder was auch immer. Also, aber das ist eben spannend. Also das, wir haben ja auch festgestellt, dass es einen totalen Unterschied macht, ob man, also man hat das Bild fertig gemalt und legt dann das Papier drauf, macht einen Unterschied, wie wenn man den Druck in dem Moment, sozusagen, wenn in dem Moment, wo das Papier, die Unterlage oder die Malerei berührt, erst der Druck kommt. Dann sieht das anders aus, wie wenn man es drauf schmeißt und dann abdruckt. Naja. Weil dann die Farbe zum Teil schon, wenn die sehr wässrig ist, schon vom Papier partiell angesaugt wird. Dann gibt es so Flecken und im anderen Fall gibt es dann eine gleichmäßige Fläche. Wenn man das weiß, kann man das natürlich beides wieder grafisch einsetzen oder künstlerisch einsetzen. Und wie ist es bei dir mit dem Träger, also mit der Platte? Also es gibt, wenn ich auf die Presse arbeite, dann nehme ich Kupferplatten. Mhm. Nicht, weil das, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt viel ausmacht mit Plexiglas oder irgendwelche Zinkplatten, aber mir gefällt diese Farbton von dem Kupfer sehr, das hat so eine Wärme. Mhm. Und irgendwie hilft mir das beim Malen. Und wenn ich, was ich aber auch mache, ist, dass ich auf so eine große Glasplatte male und dann andersherum sozusagen das Papier kurz auf die, also das Aquarell ist dann noch nass und ich nehme dann dieses Reispapier und lege das ganz kurz auf das Motiv und hole das wieder ab. Und dann ist es auch die Frage der Zeit, wie lange das auf die nasse Farbe liegt, wie dann genau die Konturen sind von den Linien, die ich mache. Und das, ja, das ist dann auf Glas. Das sind die zwei Träger. Hm. Aber wir sehen schon, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Hast du noch welche dazuzufügen? Also ich habe schon von Zinkplatten, von Kupferplatten, von Renalonplatten und vom Drucktisch gedruckt. Holz habe ich noch nicht verwendet. Ja. Also das steht noch aus. Wobei Herr Zinkler wahrscheinlich das Problem hat, dass das immer ganz schnell oxidiert. Und dadurch die hellen Farben halt verschmutzen. Also die darf man nicht für helle Farben nehmen. Das spricht ein bisschen gegen Zink als Metall, aber... Aber Zink hat einen wunderbar herrlich dreckigen Plattenton. Und das kombiniert mit einem Weiß. Ja, ja. Ja, das ist auch schön bei dieser... Oder mit Zink ist es nochmal stärker, aber bei Kupfer auch, dass wenn man ein Bild abgedrückt hat, dann bleibt diese Residue, wenn man da dann wieder, dass man diese Nachbild so durchschimmern hat. Und ja, das sind dann so Geschenke, die wo man dann weitermacht immer. Ja. Was ich sehr schön finde, dass einer unserer Gäste mir gerade eben gesagt hat, dass die Ausstellung ihn dazu inspiriert hat, jetzt auch Monotypien zu machen. Das ist eigentlich, ich denke mir, das, was ihr jetzt gerade erzählt, inspiriert noch viel mehr Menschen dazu, jetzt auch Monotypien zu machen, Künstlerinnen und Künstler vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch Fragen aus dem Workshop heraus oder irgendwas zu erzählen aus dem Workshop, von all, wie die Ergebnisse hier zustande gekommen sind. Also was ich gerade dachte, als Sie sagten, dass es inspiriert, also auch Monotypien zu machen, das wurde eben auch angesprochen, dass wir jetzt natürlich Druckpressen zur Verfügung hatten, aber ich hatte im Atelier auch schon mal Monotypien gemacht ohne Druckpresse, also mit der Hand, wie Sie gesagt haben. Und das funktioniert auch. Also es ist auch wieder anders natürlich, aber man braucht halt nicht unbedingt eine Druckpresse. Also das geht auch ohne. Und waren das dann größere Formate oder immer mehr? Nee, das waren ganz kleine, so zum Ausprobieren. Mhm. Ja. Aber da ist man mit der Größe dann natürlich auch weniger beschränkt, wenn man keine große Druckpresse hat. Wir haben in unserem Raum unten unsere Besucherinnen und Besucher aufgefordert, Fragen zu stellen. Und Wolfgang, explizit an dich wurden Fragen gestellt. Und zwar, ich lese es jetzt einfach nochmal vor, weil wir versprochen haben, dass wir diese Fragen auch auflösen. Was für Farben und Papier verwendest du? Wir haben es jetzt schon ein bisschen geklärt, aber vielleicht, wenn du es einfach nochmal sagen möchtest, das wäre sehr nett. Für die Arbeiten, die wir jetzt da unten zeigen. Also das Papier war in dem Fall BFK Reeves, heißt es. Habe ich von der Rolle, weil das eben...
Aber in gewissen Größe gibt es das wahrscheinlich nicht mehr als Blattware, sondern da muss man eben Rollenpapier kaufen mit entsprechenden Breite. Mhm. Und deswegen habe ich eben das Papier verwendet. Ja. Mhm. Ging aber auch ein anderes, aber das ist eben ein so geleimtes Büttenpapier. Und Farbe ist zum Teil Buchdruckfarbe, zum Teil Offsetfarbe und zum Teil selber gemacht mit Pigmenten noch zusätzlich. Also diejenigen, die die Frage gestellt haben, scheinen wohl Experten. Experten, sie nennen sich wollen sie nachmachen. Die Monotypisten aus Leipzig, haben sie sich genannt. Und wie oft hast du das Motiv überdruckt? Anzahl der Vorgänge? Also beim Motiv 1, glaube ich, 37,5 Mal, beim zweiten 24 Mal ungefähr, nee, ich weiß es nicht, aber ziemlich oft. Also weil sich diese die Farben eben auch oft erst durch das Übereinanderdrucken ergeben. Also das ist schon so geplant, dass wenn man Gelb unterdruckt und Blau drüber, dann gibt es halt ein spezielles Grün, das anders aussieht, wenn ich das Grün mische. Kennt vielleicht auch jeder, der schon mal Aquarell selber gemacht hat, dass eben Farben anders aussehen. Selbst wenn ich beiden gleichen Einzelfarben verwende und mische sie vorher zusammen, sieht es anders aus, als wenn ich sie übereinander auftrage. Mhm. Und dann macht auch schon die Reihenfolge den Unterschied. Und im Prinzip ist ja das Interessante auch, dass man eben unglaubliche Farbigkeiten entwickeln kann, weil ich glaube, wir haben ja im Endeffekt auch nicht mehr wie 7, 8 Grundfarben gehabt. Also ein kühles Blau, ein warmes Blau, warmes Rot, kühles Rot, ein Gelb, Schwarz, Weiß. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und dann standen da noch ein paar so alte Pötte rum mit ein bisschen Grün oder so ein Braun. Aber alles, was man jetzt hier hinter mir sieht, ist eigentlich aus diesen paar Grundfarben gemischt, weil man eben so präzise dann auch die Farben abstimmen kann auf diese Farbwirkungen, weil die Druckfarben ja vom Farbkreis her so ausgemischt sind, dass man eben in der Drucktechnik im Offsetdruck mit 4 Farben eigentlich schon relativ viele Farben simulieren kann. Und das Gleiche kann man eben machen, wenn man selber damit malt. Ja. Und die Qualität kann man aber immer erhöhen, wenn man so ein bisschen Pigment auch reinreibt. Aber ein ganz wichtiges Element, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist das Drucköl. Mhm. Also man muss immer Leinölfirnis oder wir zum Beispiel Leinölfirnis in die Farbe geben. Wenn man die nur verdünnt mit Lösungsmittel, wäre die zu flüssig und wird zum einen verfließen und zu stark ins Papier gehen. Also dieser Leinölfirnis als quasi Medium ist wahnsinnig wichtig, weil der die Farbe flüssig hält, aber sie nicht verlaufen lässt. Die Monotypisten wollten auch noch fragen, ob das Papier angefeuchtet wurde. Ja, das wurde angefeuchtet, aber nur mit dem Schwamm kurz vorm Druckvorgang. Also nicht ins Wasser gelegt. Das hatten wir auch mal ausprobiert, ob das was bringt. Aber erstens, weil wenn man eben so oft dann druckt, trocknet es dann sowieso an nach einer Zeit und dann hat man dann manchmal den Effekt, dass dann durch dieses Feuchten die Farbe zu stark durchs Papier durchschlägt. Die kommt dann hinten wieder raus. Und was die jetzt nicht gefragt haben, ist, wie man das hinkriegt, dass man so Sachen so passgenau übereinander druckt. Nee, das haben sie nicht gefragt. Na, das beantworte ich dann auch nicht. Also ich stelle die Frage, wie kann man so passgenau. Da musst du jetzt erstmal das präzisieren, was heißt passgenau? Heißt das Millimeter oder 2 Millimeter oder halber Millimeter? Passgenau. Ja, man ist ja ein fauler Hund und dann macht man es immer so, wie es braucht. Also wenn es auf 2 Millimeter oder 3 Millimeter genau geht, dann reicht es, wenn man sozusagen auf der Unterlage die Lage des Papiers markiert und dann kann man das Papier immer genau an diese Stelle wieder legen und dann stimmt der Stand mehr oder weniger genau, also bis auf 1-2 Millimeter. Wenn es exakter, also sozusagen die präziseste Methode ist, wenn man das Papier so groß vorbereitet, dass es größer ist als dann am Ende, also man sieht es hier auch bei manchen Arbeiten, da ist nur ganz viel Papier außenrum. Das ist noch nicht zugerissen. Das hat den Grund, dass man das Blatt dann in der Presse eingespannt lässt. Man nimmt es gar nicht mehr raus.
macht dann sozusagen den nächsten Malvorgang und dann macht man den nächsten Druckvorgang und dann, wenn ich sowohl die Unterlage als auch das Papier eingespannt lasse, stimmt der Stand natürlich so lange, bis ich das Papier am Ende rausnehme. Und dann ist es total super präzise. Manchmal braucht man das aber nicht, weil das ist dann auch umständlicher. Dann macht man es eben mit Auflegen. Hat Spaß gemacht, der Workshop. Wie war das? Der Workshop, jetzt nicht unser Talk, der Workshop. Wie war das? War das eine Quälerei und dann denkt man, okay, ich probiere jetzt mal diese Technik aus? Oder war dann da auch irgendwann so, wow, stark, macht Spaß? Darf ich noch was sagen? Ja. Der Workshop, der ist ja inspiriert worden von der Ausstellung. Ja, ja. Na, das, also wollte ich noch mal einwerfen. Den hätte es, glaube ich, gar nicht gegeben, wenn diese Ausstellung nicht. Genau, also die haben ja freiwillig, das war ja so, ich habe da gedruckt und dann Sie kamen immer mehr vorbei und gesagt, das will ich auch machen, das will ich auch machen, bitte mach einen Workshop. Ach so. Und dann kann man sich ja nachher nicht beschweren, wenn man quasi darauf drängt, dass es anstrengend ist. Aber vielleicht noch mal ein anderer Aspekt, was jetzt, sagen wir, die Akademie oder das Studium betrifft. Ich finde, dass das eine super Möglichkeit ist, dass man da ganz andere Sachen lernt. Man lernt da Präzision, man lernt das Farbmischen, man lernt das Umdenken, seitenverkehrt denken, von hinten rum denken, ja, und so weiter. Also das sind ja sozusagen Sachen, die man für ganz andere Prozesse dann auch brauchen schnelle, kann. Präzise Entscheidungen, ja, treffen. Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen der Nächste sagt, jetzt treffen. Darf ich, die Zeit läuft. Ich will jetzt auch an die Presse, wann bist du endlich fertig? Oder war das so? Ja, das ist ein Training in Frustration. Ja. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so eine Mischung, ne? Wie du ja schon erzählt hast. Also man hat irgendwie einerseits kann man sich entscheiden, ganz präzise zu arbeiten, aber wie der Titel der Ausstellung auch schon gesagt, spielt der Zufall ja auch immer eine große Rolle. Und das fand ich eben auch schön zu sehen, eben zu gucken, wie dann die Farben dann doch ineinander verlaufen oder was für Ergebnisse rauskommen, das ist dann auch für den Prozess eben für mich immer sehr spannend. Man ist irgendwie, ich meine, das ist irgendwann so anders mit diesen mit Malerei konfrontiert, weil es da irgendwie nicht so und irgendwie doch so ist. Das fand ich frustrierend und spannend. Also ich finde auch, dass, also so geht es mir persönlich, dass ich eigentlich keine Technik oder auch Drucktechnik so aus meiner Komfortzone geholt hat oder dass ich sie so, dass ich sie verlassen musste, um damit irgendwie arbeiten zu können. Weil einfach diese, dass die Farbigkeit irgendwie so eine andere ist, dass die Genauigkeit anders ist und so, da musste ich auf jeden Fall mega mir was irgendwie einfallen lassen, dass ich da zu befriedigenden Ergebnis komme für mich. Weil einfach so dieses so, einfach so weitermachen, wie man malt, funktioniert halt so nicht bei Monotopie. Und deswegen muss man irgendwie das versuchen anzupassen mit so kleinen Stellschrauben und zu gucken. Und das fand ich auf jeden Fall spannend. Das ging über andere Drucktechniken weniger so. Da konnte man, fand ich, noch mehr so sein Ding noch mehr durchziehen. Also es ist übersetzt, das Risiko zu scheitern im Umgang mit dieser Technik doch viel höher als bei allen anderen Techniken, habe ich nicht so verstanden. Und dass das sozusagen auch ein bisschen frustriert macht auf der einen Seite, aber vielleicht das Potenzial zur Innovation dann auch wieder doch auch steigert, weil das Scheitern ja zu den historischen Prozessen behindert. Ja, voll, also so ein bisschen umstellen, wenn man denkt, dass es eben doch nicht das Gleiche ist, als wenn ich ein Bild mal mit einem Pinsel mit als unter meiner Kontrolle habe, sondern nochmal, dass es nicht ganz so funktioniert. Also super, wie gesagt worden ist. Nee, im Prinzip ist ja auch das Interessante, obwohl es so simpel ist, muss man doch ganz viele Erfahrungen selber machen, weil das alle, die jetzt ja viel in der Druckerstadt sind, merken, es gibt so ein gewisses Know-how, das kann man irgendwie so in einem Kurs gar nicht lernen, sondern das muss man selber erfahren. Also sprich, und da macht der Maria sozusagen einen totalen Service oder Nora für euch. Also die bereiten ja ganz viel vor, was aber sozusagen so ein Erfahrungswissen ist. Wie feucht muss Papier sein? Wie ist der Druck der Presse? Wie ist die Säure, jetzt wenn man Radierung macht? Und. Und die Erfahrungen muss man selber machen. Die kann man nicht in einem Handbuch sozusagen, stehen die drin, weil die sind sozusagen variabel, weil
sozusagen alles sich aufeinander bezieht. Also wenn das Papier nicht so feucht ist, muss ich vielleicht die Farbe flüssiger machen. Wenn der Druck zu hoch ist, verquetscht es. Aber dafür kann ich anders. Also sozusagen, man hat 17 Stellschrauben, die sich alle aufeinander beziehen. Und das sozusagen, am Ende hat man das dann so im Gefühl. Und das nennt man dann Erfahrung. Und dann kann man damit wieder ganz locker umgehen. Und trotzdem funktioniert es dann wieder manchmal nicht. Und man, dann lernt man wieder was dazu. Also wir haben ja da, als ich da rumprobiert habe, nur mal ein paar Sachen da gesehen, das wäre der Trick, dass man genau das dann hinkriegt, wo man dann einfach sozusagen aus diesen Erfahrungen wieder neue Erfindungen macht, um Probleme zu lösen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Lerneffekt, den man ja wieder im Transformatorischen auf ganz andere Prozesse auch anwenden kann, dass man einfach lernt sozusagen, wie finde ich Lösungen. Und da ist das halt eine super Möglichkeit, weil das so schnell ist, so quick and dirty. Ganz simpel, fang einfach an, erstes Problem löse ich, nächstes und so weiter. Das ist halt wirklich eigentlich dann das Spannende. Es kommen trotzdem am Ende dann super Sachen raus, also in großer Zahl. Ja.